Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCD Stöpsel. Heute hier mal VRC Pro. Ah, Kamera ausrichten. So. Ne, geh hier runter. So würde passen. So, wir schauen hier hinein. Wir haben 9 Leute noch mit am Start hier im Finale mit dem 1:8er Elektro Buggy auf Silverdonner 1 hier Modified heute. Spec haben wir ja schon gesehen, also Strecke kennen wir. Also wir wissen zumindest schon mal, wo es lang geht. Und da wir ja jetzt wieder auf dem Stand sind, auf dem aktuellen, ja, kriege ich das momentan gerade. Ich habe viel in die Ohren. Ja, kriegen wir das nicht ganz so hin. Die letzten beiden Videos waren ja schon etwas kürzer als das Rennen. Ich gehe davon aus, dass das heute leider auch wieder so wird. Also, dass wir einfach ganz gewöhnlich, wie im Offroad sonst auch, einmal durchschauen, wer mit was dabei ist. Da wir ein, zwei andere auch wieder mit dabei haben. Und schauen wir einfach mal rein, schauen uns die schnellsten Rennrunden an. Die Strecke kennen wir ja. Gut, wir haben dann die Zweikämpfe und halt wahrscheinlich nicht mit dabei. Das ist zwar ein bisschen schade. Aber wie gesagt, momentan einfach gerade keine Zeit. Aber ich möchte euch die Rennen ja trotzdem zeigen. Und schon wieder eine 2 Minuten gequatscht. Also könnte es doch passieren, dass wir uns das dann doch ganz anschauen. So, dann kommen wir dann jetzt auch mal hier zum Racing. Wir sehen hier die ganze Zeit das Auto vom Daniel, der hier von der 3 gestartet ist mit seinem Asso und seiner Asso-Karosserie. Dann schauen wir mal hier von der Pole Position Number 1, der Joshua. Auch der ist am Start mit einem Aston und einer Aston-Karosserie. Schauen wir weiter. Haben wir von der 5 haben wir den Victor Smith mit einem Serpent-Heckflügel und einem Aston als Auto. Wir schauen weiter. Dann haben wir von der 2 den Gary. Der ist unterwegs mit einem Bitte Design Heckflügel und einem Kiasho als Auto. Wir schauen weiter. Dann haben wir von der 4 den Andrew Burka wieder mit dabei mit einem Bitte Design Heckflügel. Dann haben wir mit und einem Intercept als Auto. Hier schöner Dreikampf. Um Platz 3 zwischen Victor, Gary und Andrew. Hier bleiben wir einfach mal kurz drauf. So, und jetzt nach 3:30 fängt es auch schon wieder leicht an, wo es etwas stockender wird. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal die Zeit und schauen hier bei den dreien hinein und merken uns, wen wir schon hatten, um dann weiterzugehen. So, Gary, ja, leicht hinterher, aber wir können hier von Garys Ansicht da gut schauen, was der Victor und der Burka macht. Und wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr. Andrew mit einem leichten Fehler. Also wieder alle drei ziemlich dicht beieinander. Nur Victor hier ziemlich weit.
Boah, was macht da Victor? Verpasst da komplett den Sprung. Da habe ich jetzt Victor nur zwei Plätze verloren. Aber wir schauen. Die Runde ist ja auch noch nicht vorbei. Ich muss an der Stelle noch mal ganz kurz einen Cut machen. So, ich bin wieder da. Und wir haben jetzt dann gleich einmal noch die Hälfte auf der Uhr. Ich glaube, der Kampf hier geht noch ein bisschen weiter. Von daher würde ich sagen, schauen wir mal weiter, wer noch alles mit dabei ist. Denn wir haben ja jetzt nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Und dann haben wir den Harald Funke mit dabei. Das freut mich hier sehr, dass der hier im A-Finale gefahren ist. Ja. Und hier von der 7 gestartet ist. Das freut mich wirklich sehr, da ich den Harald selber ganz gut kenne und auch mit ihm fahre. Allerdings fahren wir dann 1:10. Und er freut mich einfach. Also Harald, wenn du das siehst, hörst, wie auch immer, Grüße gehen an dich raus. Und wir schauen mal, mit was du hier unterwegs bist. Du bist natürlich mit dem Ass unterwegs, wie in echt natürlich auch. Und fährst hier den Bitte Design Heckflügel. Und dann haben wir von der 6 den Antonio Rossetti. Mit einem Design-Heckflügel und einem Asso als Auto. Und dann haben wir von der 10, der den Bruder vom Harald noch aus dem A-Finale rausgekickt hat. Denn der ist von der 11 gestartet, also erst am B-Finale. Und dann schauen wir mal, was er unterwegs ist, der Kevin. Der Kevin ist am Start, ebenfalls mit einem Bitte-Design-Heckflügel. Und einem Losi. Und einen haben wir sogar noch mit dabei. Das ist der Andre. Der ist am Start, wie viele andere auch. Bitte Design Heckflügel. Aber das Auto hatten wir hier noch nicht im Feld mit einem Mugen Psyche hier. Dann gehen wir mal hier wieder zu unserem Dreierpulk, der mittlerweile sogar größer geworden ist. Und wir haben daraus jetzt mittlerweile einen Viererpulk gemacht. Jetzt geht es schon um die zweite Position. Wir wissen gar nicht, wo wir jetzt hier gucken sollen. Denn hier war ein Fehler von Joshua. Also hier geht es jetzt zwischen Andrew, Joshua, Gary und Victor. Wir schauen mal, wir müssen hier mal ein bisschen rum switchen und wir haben aber auch den Daniel mit nur 0,3 Vorsprung vor dem Feld hier. Aber wir können uns das hier von Joshua ganz gut angucken, hier die drei. Ja. Aber im Prinzip sogar fast Fünfkampf um Position 1, da Daniel mit einem kleinen Fehler auch damit drin steckt. Ja, da abgekürzt ein bisschen von Joshua, muss da wieder zurück und muss dadurch abreißen lassen. Von daher schauen wir mal hinein beim Victor oder auch Andrew. Wir bleiben einfach bei Victor. Und die fahren hier ziemlich gut an den Andrew ran. Ja, an den Daniel, so. Wir haben noch 3 Minuten auf der Uhr. Klar, das Video geht länger als 10 Minuten. Aber
durch die bisschen Verzögerung hier. Aber das ist ja auch nicht kein Problem. So, Daniel hat mittlerweile 0,6 Vorsprung und Joshua 1,7 Sekunden Rückstand durch seinen Fehler da eben, den wir mitbekommen haben, dass er noch einmal kurz umdrehen musste, da er da zu weit geflogen ist. Schauen, ob wir hier noch eine andere Sicht kriegen. Genau, hier vom Andrew gibt es nochmal eine bessere Sicht. Es war noch alles ziemlich eng hier beieinander, aber nicht mehr so ein Pulk wie eben. Wir haben 06, 06 und 02 und 08 als Abstand zwischen Platz 1 bis 5 und dahinter sind es dann 4 Sekunden. Da ist der Harald dann auf der 6. Aber dahinter ist der Rossetti ziemlich knapp. Da schauen wir mal hinein, hier beim Rossetti. Ob der hier vielleicht gleich irgendwann am Harald vorbeigehen kann. Wir schauen. Ja, wir warten hier nochmal. Wir gehen nochmal nach vorn. Jawohl, die Runde. Ah, da geht Harald zu weit, Rossetti ist dran, also wir bleiben erstmal hier, um nochmal ein paar andere zu zeigen. So, Rossetti vorbei am Harald. Harald probiert es weiter, um hier zu kontern. 2 Minuten hier noch auf der Uhr. Hier wieder switchen auf Rossetti. Der ist wieder auf der 7. So, gehen jetzt hier auf die Gerade drauf. Momentan Harald wieder auf der 6. Schon 0,015 hier zwischen den beiden. Harald doch auf der 7 hier. Wir schauen 1,20 noch auf der Uhr. Hier in der Luft nebeneinander. Jetzt im Prinzip sogar eben ein bisschen ineinander gewesen. Aber das geht ja hier bei VHC. Nicht, dass sie das dann in echt auch machen. Oder versuchen. Das geht dann nach hinten los. Oh, hier müssen wir alles hin und her switchen. Zwischen den Beinen hier. Hier geht es um die 6. Position. Hier geht es zwar nicht mehr ums Podium, aber hier geht es um die Punkte in der Insgesamtrangliste. Da muss Harald nämlich ein bisschen was aufholen. Da ja ein Rennen nicht mehr ganz so gut zu Ende gefahren ist und ein Rennen, glaube ich, gar nicht dabei war. Aber war hier schon mal im A-Finale, allerdings da mit seinem Bruder. Mit dem Alexander. So, Harald jetzt wieder auf der 6 mit 0,2. Und wir haben jetzt letzte Minute und dann würde ich sagen, schauen wir auf die schnellsten Runden. Wir haben hier den Führenden, den Daniel, mit einer 28,480. Gary 28,800. Andrew 28,545. Joshua 28,185. Victor 28,611. Rossetti 28,851. Harald 28,929. Kevin 29,366, Andrew 29,229,
Nach vorne hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt, aber hier hinten zwischen Rossetti und Harald nicht. Für die ist das jetzt hier schon die letzte Runde. Denn wir haben nur noch 15 Sekunden auf der Uhr. Also nur heute sogar 15, 16 Minuten, so im Dreh. Ja. Ist ja nicht schlimm. Dafür, dass wir auch gar nicht so lange machen wollten. Läuft ja. So, 5 Sekunden auf der Uhr. 4, 3. Reicht das vielleicht noch für Rossetti? 2, 1. Für beide noch eine Runde. So. Kevin noch mit 29,3, 2,9 gefahren. Ich glaube, die hat man eben schon vorgelesen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber nicht. War 29,3, 6,6 vorher. Wir schauen nochmal vorne hinein mit Gary. Der hat auch genug Abstand. So, Kevin geht jetzt auf Start und Ziel. Und Kevin fertig. Und dann haben wir Andre ist fertig. Daniel fertig, Gary fertig, Victor fertig, Andrew fertig, Hirscher fertig, hier Rossetti und Harald fertig, damit sind alle Fahrer fertig. Und dann haben wir hier das Endergebnis. Daniel gewinnt vor Gary, Victor, Andrew, Joshua, Antonio Rossetti, Harald auf der 7, Kevin auf der 8 und Andre auf der 9. Und würde damit sagen, wir sehen uns morgen hier wieder zurück zur RCC die Stöpsel und bis dann. Ciao, ciao.